Also, ich sag mal so, mit 2 WD und 800 PS und 1000 Newtonmeter, da musst du das Gaspedal nur angucken und der Kollege kommt quer. Yes! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Wir melden uns heute mal von einem Autobahnrastplatz, denn wir haben ein sehr besonderes Fahrzeug, was ihr schon gesehen habt. Es ist eigentlich ein Auto, was man, finde ich, nicht unbedingt anfassen sollte. Aber G-Power hat es trotzdem gemacht. G-Power hat aus den 635 Pferdchen 800 PS gemacht. Und damit werden wir heute auf der Autobahn ein wenig Spaß haben. M5 CS ist halt das Auto, ne? Mit der Einzelsitzanlage hinten und so weiter. Das ist einfach ein Auto zum Niederknien. Und mit 800 PS und 1050 Newtonmeter, G-Power hat das hier mal draufgeschrieben, damit man auch jedes Mal daran erinnert wird, wenn man auf das Auto zugeht. Ich denke mal, das würde ich dann doch eher wieder entfernen wollen, aber sei es drum. So steht da hier, der G5 MCS Biturbo. 800 PS, 1050 Newtonmeter, habe ich schon gesagt. Ein paar Räder haben wir drauf, eine Beklebung. Das würde ich jetzt so nicht machen, weil für mich wäre das ein absoluter Wolf im Schafspelz, wenn die Beklebung nicht wäre. Schönes schwarzes G-Power-Zeichen, das ist gut. Auspuffanlage, Edelstahl-Auspuffanlage mit 200 Zeller-Cuts in den Downpipes. Und dann kommt das hier hinten raus mit 100 mm und 90 mm Forged Carbon. Endrohrblenden hier außen drum rum. Bin ich mal ganz, ganz gespannt, ob die am Ende des Tages immer noch so aussehen wie jetzt oder ob die vielleicht ein bisschen heiß werden. Ja? Wollen wir mal gucken. 320 km/h, irgendwo da soll er abgeregelt sein. Und da ist eine Autobahn, die unbegrenzt ist. Habt ihr Bock? Ich würde sagen, ja, ne? Fahren wir mal los. Wie schnell ist er? 100, 200? Weiß ich noch nicht genau, ob wir nach Mendig kommen und so. Weiß ich noch nicht. Das müssen wir schauen. Aber das hier ist halt schon diese Einzelsitzanlage, ne? Das ist schon was, was richtig lecker schmeckt. M5 CS halt. Okay, Autobahn, los geht's. Geht, ne? Der geht. Kann man jetzt schon zusammenfassend sagen, der geht. Also ich meine, 40 Jahre G-Power, das ist auch mal eine Zahl. Ne? 1983 gegründet und jetzt stehen wir hier, kein Kompressor mehr, sondern Turbo. Und die Turbos sind übrigens nicht angefasst. Es sind die Original-Turbolader. Die Software kam oben drauf, die Downpipes dazu, Edelstahl-Auspuffanlage komplett unten drunter. Mit den Forged Carbon Dingern, das ist schon ganz geil, sag ich mal so, ne? Alter, das ist krass, der fährt schon sehr saugig. Also er kriegt oben rum immer mehr Kraft, und es ist nicht so, dass er so irgendwann so, ne, Turbomotoren hören ja dann irgendwann auf zu drehen quasi. Und das ist bei dem Auto jetzt nicht so. Weil der wirklich obenrum immer wieder immer mehr Leistungszuwachs hat. Das fühlt sich sehr saugmotorig an. Alter! Sehr, sehr geil, ganz ehrlich. Der erste Eindruck ist sehr, sehr kräftig, sehr, sehr viel Power. Die Sitze sind halt, ne, das, da brauche ich nichts so zu sagen, das ist einfach mega geil. Da kann man nichts verbessern. Das kommt einfach von der MG GmbH so perfekt raus. Das ist einfach geil. Ja. Hm.
Drehmomententwicklung ist wirklich faszinierend. Ja? Weil du gibst wirklich so ein bisschen Gas und dann kommt der sofort und zieht richtig, richtig heftig böse durch. Richtig, richtig böse. Wir warten, bis die Autobahn leer wird. Und dann werden wir einmal gucken, wie schnell dieses Auto fährt und wie schnell der vor allen Dingen auf 300 ist. Ne? Also ich meine, wenn das Auto bei 320 abgeriegelt ist, ungefähr übrigens, wurde uns gesagt, dann weiß ich, der muss easy 300 fahren. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie schnell er das macht. So, wir fangen mal bei 90 an. Und da sind schon 150 drauf. Alter, 200. 6008. Das fegt dir das Gehirn weg. Es ist eine krasse Zeit und es fühlt sich so schmalzig, so kräftig, so einfach geschmackig fühlt sich das an. Okay, jetzt gehen wir mal runter. Zählen mal mit von 100. 120, 140, 170. 210. Junge! 230, 40, 250. 260, 270, 280. Alter Verwalter. Junge, ging das schnell? Also 100 auf 280, ne? Das ist wirklich geil. Ist wirklich geil. Boah, Alter. Du, 200. 250. 280, 300, ordentliche Bremsung aus 300, Kanna, und zwar perfecto, perfecto. Der Auspuff ist sehr, sehr schön da, der heißt Deep Tone. Ich finde, Deep Tone passt sehr, sehr gut. Das ist da, der Sound ist sonor, das klingt sehr, sehr saftig, sehr sehr, sehr fest, sehr dick klingt das, aber es klingt jetzt nicht rotzig, billig oder spratzelig oder sowas. Das passt zu dem M5 sehr, sehr gut. So muss ein M5 CS klingen und so muss der fahren. Alter, das Drehmoment ist unglaublich gut. Er ist jetzt wirklich Halbgas, ne? Und schon wieder 200 drauf. Schon wieder. Das ist schnell, das Auto. Uiuiui. 290. Also ich ziehe jetzt nicht durch, weil ich immer wieder gucke, ob jemand rauszieht oder sowas. Jetzt haben wir die 300 drauf. Auto liegt sauber. 310. Geht leicht bergauf. 315. Ja, 3,15. Das ist doch was Schönes. 3,15 am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Alter Schöne, ist das krank. Junge, 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 Junge. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das ESP gerade eingegriffen hat. Liegt auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, weil Bodenwellen und so weiter und so fort, das ist halt heftig. Ne? 300 ist einfach 300. Ne? Das ist sehr, sehr schnell gegangen jetzt. Aber es ist tatsächlich so, er macht das mit einer Gelassenheit, mit einer Ruhe und mit einer Souveränität. Das ist entspannt. Jetzt gehen wir nochmal in M2. Da ist das ESP nicht aus, aber so, ne? Jetzt ziehen wir nochmal durch. 140. Wir sind bei 100 sind wir gestartet. Jetzt sind wir bei 200. Bei 230. 250. 270, geht leicht bergauf, 285, 290, 300. Ja, da haben wir wieder die 300, ne? Also das ist schon krass. Es ist einfach krass, 300 zu fahren. Und ja, der fährt 320, bin ich mir sehr sicher. Wir mussten dann bei 315 mussten wir aufhören, aber das ist vollkommen okay so. Wir wollen ja hier keine gefährlichen Sachen machen. So, jetzt schauen wir mal, was hier im M-Menü so alles angeboten wird. Immer drauf, M1 konfigurieren, Motor, Sport Plus.
Getriebe, Sport. Fahrwerk, Sport, Lenkung, Komfort, DSC, off. MX-Drive, 2WD. Mal gucken, ob der im dritten Gang noch durchdreht. Nee, da hat er Traktion. Das finde ich gut. Alter, mit welcher Brachianz dieses Fahrzeug losstürmt. Brachianz, ich habe ein neues Wort erfunden. Das macht kreativ hier. Dieses Adrenalin. Junge, ist das schnell, das Ding. Und das ist so eine Wohlfühltemperatur, ne? Schön 250. Fahrwerk auf Sport, dann ist alles gut. Wir fahren 180 und er macht solche Dinger hier. Ist das ein Ballermann. Das Auto ist sehr, sehr schön zu fahren bei Highspeed. Du musst auf jeden Fall das Fahrwerk auf Sport stellen. Aber dann ist das ein Ding, das so schön fährt, so schön klingt, so schön geht, so schön durchbeschleunigt, aber einen so wirklich zufriedenen, kernigen Klang hat. Ich hoffe, dass das rüberkommt. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wie schnell hier 250 auf dem Tacho stehen, das ist einfach perfekt. Auf der Landstraße, wir sind in der Ortschaft und das ist krass, wirklich. So ein M5 ist halt wirklich komfortabel. Du fährst hier durch die Ortschaft und es ist wirklich alles entspannt. Ist nichts hier mit Hektik und weiß ich nicht was, gefährlich und ne, hart und guck mal, wie schön der dämpft. Fahren hier mit 75 durch die Landschaft, drehen 1250 Touren und es ist leise, gemütlich und wir können die Landschaft genießen. Bis du diverse Tasten drückst. M2 haben wir abgespeichert, MDM, M Dynamic Mode mit ESP eingeschränkt und manuelle Schaltung. Alter, sehr gut. Das ist so ein geiles Auto. Also kannst damit ganz normal ruhig fahren, ganz entspannt vor dich hingondeln, ne? Aber wenn du halt das Gaspedal drückst, dann musst du dir im Klaren darüber sein, was dann passiert. Dann überfallen nämlich 1050 Newtonmeter die Hinterachse, wenn du M1 gedrückt hast, so wie ich mir das M1 eingestellt habe. Ansonsten überfällt es die Vorder- und die Hinterachse. Und das sorgt für Alter, das drückt dich in den Sitz rein. Für unfassbaren Schub. Das Geile ist halt, dass das Fahrwerk original geblieben ist. Weil das ist obergeil. Das Auto untersteuert fast gar nicht. Nur wenn du wirklich ganz stumpf irgendwo reinfährst. Ansonsten seht ihr das, ne? Das Auto stützt sich schön ab, bleibt in der Kurve. Aber es ist auch lebendig, ne? Das ist nicht so sondern es ist der will getreten werden, der hat Bock und er gibt dir das, was du dafür brauchst, nämlich unfassbar viel Power, ein mega Fahrwerk, eine schöne feedbackreiche Lenkung und einen kernigen Sound, der ab und zu hinten raus sprotzelt oder aber halt dezent, ne? Dezent M5-ig. Das hier ist
Das hier ist weltmännischer Sport, Leute. Ich hoffe, dass das in der Kamera rüberkommt. Der Sound klingt so zufrieden und selbstbewusst. Hey, ist schon da, der Sound, ne? Was geil. Junge! Wisst ihr, was ich meine mit dem Sound? Der klingt so, ja, der klingt wirklich zufrieden. Oh! Oh! Oh, hallo! Wer bist du denn? Bist du so eine 180er? Er klingt wirklich sehr, sehr zufrieden. Das mag ich sehr, sehr gerne. Also das war jetzt 4 WD und jetzt haben wir halt 2 WD, ne Matthias? Denk dran. Also da darfst du das Gas wieder jetzt nicht durchtreten. Das ist sonst wird's heftig. Hier haben wir eine schöne Kehre. Gang, Junge! Im dritten Gang durchdrehende Räder. Na, noch eine Kehre hier. Jetzt merkt man natürlich schon das Fahrwerk, dass das schon knackig ist. Mal ganz kurz gucken. Fahrwerk machen wir auf, mal auf Komfort. Geil. Zweiradantrieb und Fahrwerk auf Komfort. Ja, besser. Oh, Junge, 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 Junge. Also, ich sag mal so, mit 2 WD und 800 PS und 1000 Newtonmeter, da musst du das Gaspedal nur angucken und der Kollege kommt quer. Das hat wirklich sehr viel Schönes. Aber das darf man nicht machen, wenn man nicht weiß, wie das geht. Don't try this shit at home. Ich will nicht, dass so ein M5 irgendwo im Graben landet und Kaltverformung erfährt. Das möchte ich nicht. Also was auch immer ihr habt und macht, macht das ESP einfach nicht aus. Das ist viel zu krass hier. Mit 800 PS. Da gehen die ganze Zeit die Räder durch. Alter, ist das ein Gedicht. Das ist wirklich. Normalerweise sage ich ja immer, kleines Auto, zu viel Power. Sehr, sehr gut. Heute haben wir großes Auto und zu viel Power. Ist eigentlich auch gut. Junge, das geht nur quer. Junge, wir haben im dritten Gang hier Wheelspin. Mit 800 PS ist halt wirklich, da hat jedes Auto eigentlich zu viel Power. Das Auto findet keine Traktion. Im vierten Gang ist alles in Ordnung, aber da bist du jenseits von Gut und Böse. So schnell darfst du gar nicht fahren auf der Landstraße. Lieber das ESP anlassen und dann ist alles in Ordnung. Das ist halt auch das Geile daran, ne? Wenn so ein Auto so viel Leistung hat, so viel zu viel Leistung, dann ist es einfach perfekt. Du musst das Auto bändigen, ja? Es gibt Autos, die haben echt viel Leistung und so und dann kannst du damit letzten Endes jeden fahren lassen. Das geht hier bedingt. Du musst hier halt wirklich diese Tasten abkleben und sagen, nein, das ESP bleibt an und der Allrad, der bleibt auch an. Weil sonst ist das wirklich ein Auto, was du wirklich, wirklich schnell wegschmeißen kannst. Oh, ich liebe dieses Auto. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber ein M5 ist halt immer, immer, immer krass.
dritter Gang. Und jetzt hat er Traktion gehabt. Jetzt hat er wirklich Traktion gehabt. Hier ist die Straße auch trocken. Das ist alles gut. Aber so Bodenwelle und dann man hört das ja auch. Das Ding ringt mit sich und der Straße. Das ist eine wahre Freude, Leute. Ich liebe dieses Ding. Und ich finde, ganz ehrlich, den Umbau wirklich vom Preis her echt fair. In so einem Auto 800 PS zu haben, ist geil. Kannst du natürlich auch in einen normalen M5 reinschnallen. Und dann hast du ein Auto. Junge, Junge, da kannst du Attacke mitmachen. Und keiner erwartet es. Das ist Wolf im Schafspelz. G-Power hat es immer noch drauf. Und das macht immer noch... Oh, oh, verdammt viel Spaß. Also, dieser M5 CS 800, das ist ein geiler Umbau. Das Ding funktioniert. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Hab euch lieb. Tschüss. Euer Matze. Ciao.